Also ich stelle jetzt ein paar Bücher vor, weil Lesen manchmal die einzige Möglichkeit ist, über den Tellerrand zu schauen und neue Kulturen kennenzulernen oder auch andere Perspektiven einnehmen zu können. Und deswegen fange ich als erstes gleich mal mit einem Sachbuch an, das auch genauso heißt. Über den Tellerrand, das ist ein Fotoprojekt gewesen, das ein Fotograf, Greg Segal, gemacht hat. 50 Kinder aus der ganzen Welt hat er besucht und sie mit ihren jeweiligen Mahlzeiten fotografiert, was die Kinder jeweils in einer Woche essen, aber eben nicht nur, sondern er hat die Kinder dann auch befragt. Und es ist sehr spannend zu lesen. Yusuf lebt in Dubai und hier ist er eben mit allem, was er eben isst. Und die Kinder durften sich auch aussuchen, wie sie fotografiert werden wollen. Und ich lese jetzt einfach mal diesen kurzen Text, der zu Yusuf gehört. Yusufs Mom stammt aus Irland und ist nach Dubai gezogen, um dort als Konditorin und Chocolatier zu arbeiten. Sie hat einen Mann aus den Emiraten geheiratet, Yusufs Vater, sich von diesem jedoch wieder getrennt. Obwohl Yusuf sich Rührei auf Toast schon ganz alleine machen kann, hat er es am liebsten, wenn seine Mutter kocht. Yusuf liest, malt, klettert, reitet und macht gern wissenschaftliche Experimente. Er glaubt, dass er später mal Pilot oder Polizist wird. Wenn er genügend Geld hätte, würde er sich einen Ferrari kaufen. Seine Vorbilder sind Batman und seine Mutter. Yusuf wäre glücklich, wenn seine Mutter noch einmal heiraten würde. Dann bekäme er vielleicht noch Brüder und Schwestern. Wenn er nachts im Bett liegt, denkt er manchmal an die Zeit, als er zusammen mit seinem Großvater in den irischen Bächen angeln ging, mit ihm ein Vogelhäuschen gebaut und mit ihm und seiner Großmutter die Filmstudios in Warner Brothers besucht hat. Also man sieht Kinder auf der ganzen Welt haben gleiche Wünsche, gleiche Bedürfnisse. Auch wenn um sie herum alles uns fremd erscheinen mag. Als Erzieherin und Literaturpädagogin finde ich es sehr wichtig, dass man sehr frühzeitig mit Kindern anfängt, auch Themen zu sich Themen zu widmen, die vielleicht aus Sicht vieler Eltern nicht unbedingt in die Kinderwelt passen. Und ein Buch, Julian ist eine Meerjungfrau, finde ich deshalb sehr schön, weil es ist ein Junge, der sich ein Transgender-Kind. Dann gleiches Thema. Der Katze ist es ganz egal, aber dieses Mal für ältere Kinder. Eher im Grundschulalter und auch darüber hinaus und auch Erwachsene können das wunderbar lesen. Der kleine Leo spürt einfach, dass er kein Junge ist, sondern dass er ein Mädchen ist und er wacht eines Tages auf und weiß, dass er nicht Leo heißt, sondern Jennifer. Aber weil nicht alle Menschen in seinem Umfeld, eben auch der Vater zum Beispiel, Verständnis dafür haben, muss er die Jennifer manchmal hinter dem Leo verstecken. Und wie schwierig diese Situation für den Jungen ist, kommt in der Geschichte sehr gut raus, obwohl die ganz unaufgeregt und ganz ohne zu ernst zu werden. Also spielt in Wien die Geschichte, sind manchmal eben auch Wörter drin, die vielleicht nicht aus unserem deutschen Sprachraum sind, sondern aus Österreich. Und ich lese einfach mal eine kleine Stelle vor. Der Leo hat in der Schule Probleme gekriegt, weil er sich gemeldet hat und gesagt hat, er heißt ab heute nicht mehr Leo, er heißt Jennifer und er ist ein Mädchen. Und daraufhin hat die Lehrerin gesagt, das geht nicht und hat beide Eltern eingeladen zu einem Elterngespräch. Leo steht auf und holt sein Mitteilungsheft aus der Schultasche. Kann das nicht noch mal warten, bis ich das Essen ausgeteilt habe? Fragt der Papa. Leo schüttelt den Kopf. Oho, mundet sich der Papa und blättert mit seinen dicken Fingern durch das Heft.
Beide Elternteile werden gebeten, so bald wie möglich bei mir zu einem Gespräch vorstellig zu werden. Mit freundlichen Grüßen, Elisabeth Kreuzer, schnauft er. Ja, das ist meine Lehrerin, sagt Leo. Na, wer sonst, sagt der Vater, und kann da nicht die Mama alleine hingehen? Nein, beide Elternteile, da steht's doch. Und willst du gar nicht wissen, warum? Der Papa grinst unwillig und schaufelt Gröstel auf die Teller. Sonst wird's kalt, murmelt er und dann kaunt. Also, worum geht's? Ich hab euch doch gesagt, dass ich ein Mädchen bin und einen neuen Namen habe, beginnt Leo und ist sich in diesem Moment plötzlich selbst nicht mehr sicher. So weit weg hat er Jennifer in Papas Gegenwart geschoben. Der Papa verdreht die Augen. Das schon wieder. Man kann sich nicht einfach aussuchen, ob man ein Mädchen oder ein Bub ist oder wie man heißt. Dass ich ein Mädchen bin, habe ich mir nicht ausgesucht und heißen kann man, wie man möchte, sagt Leo. Der Papa legt die Gabel nieder. Er nimmt Leo an den Schultern und schaut ihm fest in die Augen. Leo, du bist ein Bub! Da fühlt Leo genau, dass Papas Hände eigentlich Jennifer an den Schultern halten und wie lächerlich sein Satz deshalb ist, und er schaut fest zurück. Ich bin ein Mädchen. Der Papa seufzt und schüttelt den Kopf. Ich hab dich oft genug gewickelt, du bist ein Bub. Ich bin ein Mädchen mit einem Penis, erwidert Leo. Das geht nicht, ruft der Papa ärgerlich. Mein Penis lässt mich ein Mädchen sein, nur du nicht, ruft Leo noch ärgerlicher und springt auf und läuft in sein Zimmer. Er schmeißt nicht mal die Türe, es ist ihm zu blöd. Lange hört er nichts im Haus, noch nicht einmal den Papa schnaufen. Doch irgendwann quietscht ein Sessel und die schweren Schritte vom Papa nähern sich. Mit einem Plumps landet sein Hintern neben Leo auf dem Bett. Leo presst sein Gesicht in seinen Polster. Die große Hand vom Papa streichelt seinen Kopf. Weißt du, das ist alles einfach eine blöde Idee, beginnt der Papa. Ich meine ja nur, fürs Bubsein hast du doch schon alles. Da gibt's keine Schwierigkeiten. Eben doch, schluchzt Leo. Und ich hab nicht alles fürs Bubsein. Brauche ich auch nicht, weil ich ein Mädchen bin. Und dann setzt er sich auf und schaut den Papa verheult an. Und wenn du so etwas noch nicht mal von mir weißt, wenn ich es dir sage, dann will ich wissen, was für ein Papa du überhaupt bist. Dem Papa steht der Mund offen und er schaut Leo mit großen Augen an. Ich kann mir meinen Namen aussuchen, aber du dir dein Kind nicht, ruft Leo. Und dann vergräbt er sich unter seiner Decke, so gut es eben geht, mit dem schweren Hintern vom Papa drauf. Es dauert eine Weile. Dann ist die Decke frei und die Schritte vom Papa entfernen sich. Dann habe ich ein Buch, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist kostenlos erhältlich, und zwar bei der Zentrale politischer Bildung. Das heißt Alle da. Und es behandelt einfach alles, was um Menschen, um das kunterbunte Leben von Menschen zu tun hat. Da geht es dann um die ersten Menschen, wie sich die Menschen entwickelt haben, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Religionen, die es gibt, die verschiedenen Feste, die wir feiern. Und es wird einfach, es ist wie ein Spaziergang durch alle möglichen Lebenswelten und auch Lebenskonzepte, die Menschen eben bewegen. Es lädt ein, mit Kindern dieses Buch anzuschauen und einen wertfreien Blick auf andere Kulturen zu werfen, auf andere Lebensformen zu werfen, ohne das zu bewerten, eben ohne dass man Vorurteile aufbaut, und einfach einen Zugang auch schon für ganz kleine Kinder im Kindergarten zu sehen. Das, wie ich lebe oder wie wir leben als Familie, ist nicht so normal. Es gibt auch andere Familien, die anders leben, in anderen Ländern, aber auch bei uns in Deutschland. Ja, das ist wichtig, dass man den Kindern sagt, diese ganzen Lebensformen sind schön und richtig. Und auch bei uns in unserem Land
gibt es eben nicht nur unsere Art zu leben, sondern eben auch andere Arten zu leben und andere Feste. Und vielleicht gibt es sogar mal die Möglichkeit, dass man gemeinsam mit anderen ein Fest, ein gemeinsames Fest feiert, um sich eben besser zu verstehen. Anybody, dick und dünn und Haut und Haar, das große ABC vom Körper zu Hause, das ist relativ neu. Und es soll einfach Mut machen, seinen eigenen Körper so zu lieben, wie er ist, und auch andere Menschen nicht für ihr Aussehen zu verurteilen, sondern dass jeder Mensch eben das Recht hat, so angenommen zu werden, wie er ist. Und da wird eben dann auch alles haarklein erklärt, sämtliche Körperflüssigkeiten, die es so gibt. Dann gibt es so Zukunftsanregungen, wenn man sich vorstellt, dass jeder sich die Beine kaufen könnte, die er vielleicht gern hätte. Es wird über Dinge geredet, die den Menschen Kummer machen. Mobbing ist ein Thema, die Haut ist ein Thema. Dann gibt es eben auch Kunststücke, die man vielleicht mal ausprobieren kann, ob man das mit seinem Körper machen kann. Und es wird eben auch mit Klischees eben aufgeräumt. Dann gibt es hier eine schöne Seite Körperwörter, also Sprichwörter, die mit Körper zu tun haben, sind hier Bilder aufgezeigt. Und da kann man sich mal überlegen, ob man das passende Sprichwort dazu kennt. Diese ganzen Schönheitsideale, die es alle gibt, die sind die Fotos. Man muss nicht glauben, dass alle Fotos echt sind, die man in den Zeitungen sieht oder in Filmen und Fernsehen. Aber die Kinder orientieren sich schon daran und machen da ihr Schönheitsideal fest. Und es ist ganz schwierig, dieses Schönheitsideal selber eben zu erreichen. Aber manchmal wird den Kindern oder auch Jugendlichen weiß gemacht, nur wenn du genauso aussiehst wie die Menschen in den Zeitschriften oder in den Social Media Bildern, dann entsprichst du dem Schönheitsideal und dann wirst du anerkannt und dann hast du Erfolg. Und dass es eben nicht so ist, das ist ganz wichtig, dass man eben auch mit Kindern darüber redet, dass sie ihren eigenen Körper auch akzeptieren, so wie er ist, und auch andere nicht dafür verurteilen, wie sie eben aussehen. Das ist jetzt eher für Jugendliche. Das ist für Wahrheitssucher, steht hier Selbsterfinder und Andersdenker. Philosophische Gedankensprünge zu verschiedenen Themen, zu Gesellschaft, Medien, Sinn des Lebens, über die Liebe. Und es ist aufgegliedert und hat dann eben zu jedem Bereich einen kleinen Text oder eben auch kleine Fragen, die man beantworten kann. Und die sollen eben, das soll einladen, dass Menschen, also es ist nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene können gerne mit diesem Buch arbeiten, dass man einfach nochmal ins Gespräch kommt und verschiedene Ansichten auf Dinge vielleicht gemeinsam bespricht oder jeder auch die Möglichkeit hat, seine eigenen Ideen und Gedanken auszusprechen, ohne dass man gleich sagt, nee, das ist jetzt nicht richtig, sondern es gibt einfach verschiedene Sichtweisen und man hat nicht das Recht zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Und nur wenn wir den Mut haben, dass wir eben gemeinsam diese Gedanken nebeneinander auch stehen lassen und uns so akzeptieren, dann wird eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung überhaupt möglich sein. Und es steht hier, ins Abenteuer des Denkens springen. Wer den Sprung ins Abenteuer des Denkens wagt, stellt Fragen, die nicht aus dem Stand beantwortet werden können. Wenn man anfängt, über sie nachzudenken, kann es passieren, dass man am Ende mehr Fragen als Antworten hat. Selbstdenken erfordert Mut, aber es macht auch Lust auf Neues. Dabei muss man manchmal auf unbequeme Erkenntnisse gefasst sein oder man verstrickt sich in Widersprüche, die einen bis an die Grenzen des Denkens führen. Was benötigt man in einem Land zu leben? Da gibt es dann verschiedene Fragen, da kann man sich dann darauf einlassen. Genügen die Beherrschung der Landessprache und die Möglichkeit zu arbeiten, um in einem Land zu leben? Oder was braucht es, um sich einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen? Was bedeuten Meinungsfreiheit,
Religionsfreiheit, sexuelle Selbstbestimmung sowie gewaltfreie Erziehung für dich. Da wird eben speziell das eigene Denken angeregt und Mut gemacht, auch seine eigenen Gedanken auszusprechen und mit anderen zu teilen. Philosophische Gedankensprünge. Wenn man die Gedanken ausspricht, dann geht es natürlich nur über die Sprache. Und da gibt es eben noch ein wunderschönes, auch relativ neues Buch, Sprachzauber. Die menschliche Sprache ist ein faszinierendes und vielschichtiges Thema. Sie unterscheidet den Menschen vom Tier. Sie hat die erstaunlichsten Kräfte. Dieses Buch kommt dem Geheimnis der Sprache auf die Spur, beschreibt, warum sie etwas Magisches ist und beantwortet Fragen wie: Was kann man mit Sprache bewirken? Prägt unsere Sprache unseren Blick auf die Welt? Welche verschiedenen Arten von Sprachen gibt es? Und was bewirkt der Zauber der Sprache in unserem Zusammenleben? Und dass Sprache auch verletzend sein kann, bewusst mit der Macht der Worte umgehen. Nun kann man natürlich sagen, die Anhänger einer anderen Fußballmannschaft als Hurensöhne zu bezeichnen, ist nur Spiel, so wie Fußball auch, oder? Man kann auch sagen, ist doch nicht böse gemeint, wenn ich ein Mädchen als Schlampe bezeichne. Ist doch Spaß. Ist auch nicht böse gemeint, wenn der 16-jährige Dominik zu seinem Mitschüler Tom sagt: Hey, du Mongo! Und der antwortet: Was willst du, du Spast? Ist nur ein bisschen Rauferei mit Worten, oder? Auch wenn Tom zu seiner Schwester Fotze sagt, ist das nicht so schlimm, oder? Und wenn die Schwester antwortet: Lass mich in Ruhe, du Schwuchtel, auch nicht, oder? Oder doch? Was ist okay und was nicht? Ein Buch von drei Bloggerinnen, das heißt Schamlos. Wie kannst du sagen, wer du bist, wenn dir jeder sagt, wer du zu sein hast? Hin und her gerissen zwischen den Erwartungen ihrer Familien und ihrem Leben in einem westlichen Land, so geht es vielen muslimischen Mädchen. Doch noch nie haben sie ihre Geschichten so persönlich und offen erzählt, ohne zu urteilen und ohne ihre eigene Kultur zu verraten. Denn sie wollen nur eins: selbstbestimmt leben und frei sein. Ein ganz spannendes Buch, das auch wie so in diesen Blogs aufgemacht ist, das man wirklich auch nicht von vorn bis hinten lesen muss, dass man so einfach mal das, was einen interessiert, lesen kann. Und ganz toll ist eben auch dieser drei unterschiedliche Charaktere. Also die diskutieren dann auch manchmal, sind sich nicht immer einig und das macht es besonders spannend, weil die unterschiedliche Sichtweisen manchmal auf die Dinge haben. Ein Buch, das macht einfach nur Spaß. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Das ist von 2018, von der Antonia Michaelis. Tankstellen-Chips, ein Heldenepos. Es ist wie ein Roadmovie, ein Student aus dem Iran, der muss das Land verlassen, weil er in eine Sache verwickelt war, die dort verboten ist. Und jetzt kommt er nach Deutschland und ist erst seit ein paar Monaten in Deutschland und lernt den Davy kennen. Das ist ein Jugendlicher, der ist aus einem Heim abgehauen. Und die befreunden sich so nach und nach und werden dann Zeugen eines Überfalls und es beginnt eine Verfolgungsjagd quer durch Deutschland. Also es geht über Erdbeerfelder, durch Biergärten, im Heißluftballon mit der Bahn, mit dem Moped. Sie werden immer wieder von Kühen umzingelt. Der iranische Student, der wird mit der deutschen Kultur konfrontiert und versteht das dann halt leider nicht immer. Was ich schön finde, dass das Buch trotzdem einen Einblick gibt, auch in das Leben, in die Geschichte, was es bedeutet, flüchten zu müssen, in seinem Land nicht mehr leben zu dürfen. Das wird trotzdem ernst genommen, obwohl die Geschichte wirklich lustig ist zu lesen. Denn sie erwarten schon wieder eine Heldengeschichte, die ich nicht bieten konnte. Ich kann etwas anderes erzählen, sagte ich, zum Beispiel, wie ich Gott getroffen habe. Die Frauen schienen nicht besonders interessiert an Gott zu sein. Es sind deutsche Frauen, die sie da treffen und wo sie eine Zeit lang eben bleiben. Die Frauen schienen nicht besonders interessiert an Gott zu sein. Aber dann sagte ich,
Er war ein Kaninchen. Da horchten sie auf. Ich war in den Bergen zwischen Bulgarien und Rumänien unterwegs, begann ich. Und weil ich Englisch sprach, übersetzte eine der Frauen für Davy. Es war furchtbar kalt und ich wusste, wenn ich stehen blieb, würde ich erfrieren. Ich fand eine Hütte, in der sich ein paar Syrer gegen die Kälte verschanzt hatten und sie teilten ihr Essen mit mir, obwohl ich gedacht hatte, alle Syrer hassen alle Iraner, weil der Iran Assad unterstützt. Aber sie teilten und da keimte in mir der Verdacht, dass Gott in der Nähe war. Dann wanderte ich weiter durch den Wald und die Berge den ganzen Tag und die halbe Nacht und es war so kalt, dass der Atem in meinem Schal gefror. Ich dachte, ich wandere nur noch so weit, bis ich aus dem Wald herauskomme und eine Straße finde, aber der Wald war endlos. Und dann kamen die Wölfe. Ich hörte sie in der Ferne heulen, dann in der Nähe und dann sehr nah. Der Wald war plötzlich voller Schatten und ich schrie und fuchtelte herum, weil das wilde Tiere doch vertreiben sollte, aber ich hatte keine Stimme mehr von der Kälte. Ich hatte nur meine Angst und meinen Rucksack. Den Rucksack streifte ich ab und warf ihn in den Schnee und die Angst nahm ich mit auf einen Baum. Und da saß ich zwischen den nadligen Ästen und unten standen die Wölfe und geiferten wie Zootiere zur Fütterungszeit und ich sah sie im Mondlicht schmerzhaft deutlich. Ich nehme an, dass Wölfe schützenswert sind, aber wie froh wäre ich in jener Nacht gewesen, wenn sie ausgestorben wären. Dort vor meinen Augen hätten sie alle aussterben können. Ich hätte ihnen keine Tränen nachgeweint. Sie schnupperten an meinem Rucksack, doch da war nichts Essbares drin und so warteten sie auf mich. Und ich war, das muss man leider sagen, essbar. Ich konnte nicht von meinem Baum herunter und mir wurde klar, entweder erfriere ich hier oben oder ich klettere runter und werde gefressen. Da betete ich. Meine Eltern sind Moslems. Nach außen hin mehr, nach innen hin weniger. Aber ich habe mit 14 aufgehört, die Moschee zu besuchen. Irgendwann habe ich die Kirche in der Straße meiner Schule entdeckt, eine Kirche in einem normalen Haus, und ich bin hineingeschlüpft und habe dem Pastor beim Predigen zugehört. Sein Christengott erschien mir angenehmer als der strenge Allah, dem ich sowieso nie was recht machen konnte. Aber auf das Konvertieren steht im Iran die Todesstrafe. Getauft worden bin ich erst viel später, doch in jener Nacht auf dem Baum betete ich zu Jesus. »Lieber Herr Jesus«, sagte ich, »ich weiß, ich habe eine Menge Dinge im Leben vermasselt. Ich bleib in Schafherden stecken und ich schaffe es nicht, meine Freundin zu heiraten, weil ein anderer mehr Geld hat. Ich kann nie den Mund halten und seit der Sache mit der Kamera darf ich nie wieder in meinem Land auftauchen. Aber bitte, gib mir noch eine Chance. Ich könnte ein charismatischer, wunderbarer Held werden. Ich könnte wichtige Erfindungen machen, wie die Tastatur ohne Shift-Taste. Ich könnte eine Bereicherung für die Damenwelt sein. Nur geht das alles nicht. Ich war immer lauter geworden. Wenn du mich hier in diesem verdammten Scheißwald sterben lässt. Ich bekam keine Antwort. Die Wölfe schlichen immer noch knurrend unter mir umher. Und irgendwann schlief ich ein oder ich fiel in eine Art Kältestarre. Im Traum erschien mir Jesus in einem hellblauen Gewand mit einem großen roten Pappherz in der Hand, aus dem gelbe Papptränen rannen und er lächelte. Da dachte ich, Scheian, du bist tot. Wenn Jesus so lächelt, musst du tot sein. Aber ich wachte auf und sah durch halb zugefrorene Wimpern, dass es Morgen war. Und unter meinem Baum im Schnee graste ein Kaninchen. Es scharrte mit den kleinen Pfoten, legte Gras und Wurzeln frei und frühstückte ohne Eile. Dass das Kaninchen da war, konnte nur eines bedeuten, die Wölfe waren nicht mehr in der Nähe. Gott hatte seinen Sohn in Form eines Kaninchens geschickt. Ich weiß nicht, wie ich von dem Baum hinunterkam. Irgendwie ging es, obgleich ich meine Hände nicht spürte. Als ich unten ankam, hoppelte das Kaninchen davon. Und ich schwöre, es hinterließ keine Spuren. Noch ein Herzensbuch von mir, der Gerald Hüther, Education for Future. Gerald Hüther, er ist Hirnforscher und ich bin Erzieherin und er inspiriert mich einfach in meiner Arbeit durch seine Dinge, wie er sie auf den Punkt bringt, wie er sie ausdrückt, immer wieder
Ist es spannend, sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen. Und gerade jetzt in dieser Zeit ist es einfach wichtig, also erfordert, dass wir unser Bildungssystem grundlegend ändern und wie weit wir davon weg sind, das überhaupt zu ermöglichen. Ja? Also er schreibt hier, unsere sogenannten Bildungseinrichtungen sind dafür ungeeignet. Oft verhindern sie sogar Bildung. Bildung für ein gelingendes Leben lässt sich nicht durch Institutionen erwirken. Er hat das zusammen mit Marcel Heinrich und Mitch Senf, also sie haben das zu dritt geschrieben. Bildung für ein gelingendes Leben. Und da lese ich jetzt auch so einen kleinen Abschnitt. Also das Ende von Schulen, wie wir sie kannten, heißt dieses Kapitel. Und es beschäftigt sich mit dem Thema Wahrnehmen, weil wir die Dinge erstmal wahrnehmen müssen, bevor wir irgendwas ändern können. Denn das ist der älteste Menschheitstraum, die Befreiung aus Not und Elend, Hunger und Armut, aus dem Ausgeliefertsein gegenüber Naturgewalten und Krankheiten, auch aus der Knechtschaft und Bevormundung durch andere, mächtigere und einflussreichere Personen. Einzelne Vertreter unserer Spezies haben es hin und wieder geschafft, sich aus all diesen Zwängen zu befreien. Manche durch Anhäufung von Macht, Geld und Einfluss, manche durch Loslösung von allem und den völligen Verzicht auf das, was ihre Freiheit auf irgendeine Weise einschränkt. Beide Strategien sind aber ungeeignet für ein befreites und friedvolles Zusammenleben aller Menschen in einer globalisierten Welt. Weder das individuelle Streben nach immer mehr Macht und Einfluss, noch der individuelle Rückzug auf meditative und kontemplative Übungen kann einen Menschen in die Freiheit führen. Denn beides ist mit der Grundlage unseres Menschseins unvereinbar. Wir sind zutiefst soziale Wesen und können ohne andere gar nicht leben, geschweige denn die in uns angelegten Potenziale zur Entfaltung bringen. Dazu, also auf dem Weg in die Freiheit, brauchen wir den Austausch mit anderen Menschen. Nicht mit lauter Gleichgesinnten, sondern mit möglichst vielen, die anders sind als wir selbst, die andere Lebenserfahrungen gemacht, andere Vorstellungen herausgebildet, sich anderes Wissen und Können angeeignet haben. Wie aber sollen wir unsere Kinder auf ein Leben in einer solchen, sich zumindest in unserem Kulturkreis jetzt schon abgezeichneten Freiheit vorbereiten? Was brauchen sie, um sich aus den alten Mustern bisherigen Denkens, Fühlens und Handelns herauszulösen? Wie können wir ihnen helfen, sich selber als Mitgestalter dieses Aufbruchs in die Freiheit zu erleben und nicht davon überrollt zu werden? Ja klar, dazu brauchen sie eine qualifizierte Ausbildung. Aber die haben auch all jene, die sich auf Kosten anderer bereichern, die andere Menschen zur Verfolgung ihrer jeweiligen Machtinteressen benutzen, sie verführen und von sich abhängig machen. Jene, die die Regenwälder abholzen lassen und mit ihren Unternehmen die Umwelt verpesten. Die sind als Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler oder Lobbyisten alle bestens ausgebildet. Sonst wären sie ja nicht so erfolgreich. Was die jetzt heranwachsenden Kinder und Jugendlichen brauchen, ist also vor allem eine Bildung, die es ihnen ermöglicht, ihr Zusammenleben mit anderen Menschen und mit anderen Lebewesen auf unserem Planeten so zu gestalten, dass sich das Leben in seinen vielfältigen Formen hier auch in Zukunft weiter entfalten kann. Also mir ist halt immer wichtig, dass man beim Lesen sich auch mal mit Dingen beschäftigt, die nicht bloß und reine Unterhaltung sind, sondern ja, die einfach auch einen Bildungscharakter haben, gell? Und Bildung verstehe ich also immer als Persönlichkeitsbildung und nicht als Anhäufung von Wissen.